Hallöchen, ihr Banausen da draußen, aber ein herzliches Willkommen zu einer Runde Dungeon Rushers. So, wir sind jetzt in der letzten Floor. Dann haben wir noch einen Dungeon wahrscheinlich vor uns. Und dann war es das mit dem Let's Play von Dungeon Rushers erstmal. Oder besser gesagt, eigentlich ist das ja auch nur ein Anschauen, aber... Das Spiel macht echt Laune, muss ich sagen. Wie gesagt, das ist jetzt die sechste Folge am Stück, die ich aufnehme. Und ich will echt gucken, wie es weitergeht. Ist kein Witz. mich würd echt enorm interessieren, was für Charaktere es gibt und so weiter und so fort. Mann, da war schon viel Klingen. Mann, oh. Ich hab den Schamanen ganz vergessen. Egal. Egal. Au. Was das immer soll hier, ey. Kriegst du mal direkt Haue. So. Die Melinda könnte echt mal langsam Level 6 werden. Wäre cool. Okay. Surprise! 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 Okay. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Jetzt kommen sie wieder mit 4 Mounted oder sowas. Das wäre natürlich schlimmer gewesen. Aber der erste Mounted ist schon tot. Und der Warlock ist auch tot. Also auch nicht so schlimm. Ach, die war ja gestunt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gestunt. Toll. Dann hauen wir erstmal ihn, damit er gleich tot ist. Auf jeden Fall. So. Du auch. Und du auch. Und fertig. Und sie ist Level 6. Sehr geil. So, was sind wir bei der gegangen? Hier oben, das? Ach ja, klar, mit dem Bleeding. Was ist das? Grants a chance to receive the Fury when using Blood Frenzy. Da können wir... Boss Strings. Das ist auch gut. Stärke ist auch geil. Mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Zerwölf. Zing. Drei Schaman, willst du mich verarschen? Da kommt auf jeden Fall ein Gift. War klar. Und Weakness. Pass auf. Alle drei Sachen. Natürlich, was sonst? Alter Schwede. Und Schaden, ey. Ach, ich hab gar kein Fancy mehr an. Ungünstig. Au. Töte den mal. Du machst da mal eine Heilung drauf. So. Hielt sich ja noch in Grenzen eigentlich. Muss ich ja sagen. Hielt sich in Grenzen. Obwohl, boah, drei Schamanen ist natürlich assig, ey, finde ich. Heilung muss sein. Sehr gut.
Ja, du musst auf jeden Fall auch Heilung kriegen. Auch den Ninja habe ich gar nicht gesehen, scheiße. Dabei Ninja bei. Und zwei Gunner. Und die Gunner, die sind jetzt nicht so schlimm. Ninja tot. Du tot. Jetzt kein Crit rausdrücken können. Nein, warum auch? Aber. Fast alle Folge, Alter. Das ist wieder schön. Wow. Ganz schön viel Loot. Und dann nochmal Loot. Und dann nochmal Loot. Und kein Loot. Und eine Falle. Okay. Gehen wir mal hier lang. Monster natürlich wieder direkt an der Ecke, wo du sowieso nicht dran vorbeigehen kannst. Und zwei Schamanen. Da wollen wir da immer einen direkt töten. Oh, der andere ist auch gleich tot. Sehr gut. Sehr schön. Der Fall war gut. MC Warlock. Geht auch direkt mal ein. So. Weg mit die. Kein Mana. Achso, der ist Silence. Okay. Dann kommen wir erstmal den Gunner weg. Damit er gar nicht in den Genuss kommt zu schießen. So, die Runde müsste da sogar tot sein hier, der Ochse. Tschüss. Tschüss. So. Weg mit dir. Boah, was denn für ein Loot ist hier, ey? Ist ja der Wahnsinn. Was haben wir da? Zwei Goblin, zwei Ninjas. Egal, erst Fancy anmachen. Ist wichtig. Sind sowieso bei den Ninjas dran. Weil der gestunt werden musste da. Und Schamane auch noch. Okay. Und Weakness. Weakness muss ja auch immer sein. Ganz wichtig. Weakness drauf zu machen. So, du brauchst erstmal den Mounted weg. Du brauchst den Ninja weg. Ja, ja. Du mir auch. Du bist mal bitte auch der Schaman böse. Aber. Aua. Du alte Wurst. Weg mit dich. Au. Pass mal mit auf. Mensch. Sag mal soll. 66 PS wieder, ey. Und da ist die Kiste. Sehr schön. Burg geschafft. Und 300 Gold mal wieder. Ne, ein Eisenhelm. Scheiße. Verdammt, ich habe mich schon gefreut. So. Das könnte der letzte. Ja. Ja, hier ist also der Boss in dem Dungeon. Ist die Kurzform jetzt gewesen, kann man so sagen. Dann haben sie ein bisschen angezickt, die beiden. Der Zwerg und die Dame. Aber hier ist wohl ein... jemand drin, der... Goblins produziert, irgendwie sowas. So, Schamane erstmal töten. Sehr gut. So, das Schlimmste von allen. Besorg dir erstmal ein. Du machst jetzt erstmal Frenzy an. Und dann tötest du den. Du haust mal auf den Runde. Warum nicht? So. Du haust auf den.
Du auch. So, sehr schön. Loot ist auch immer gut. Das war klar, dass da mal wieder eine Falle kommt. 100% alle im Prinzip den ganzen Dungeon machen. Alle Monster, alle Events und den kompletten Dungeon erkunden. Ist jetzt nicht so schwer, so schlimm. Könnte man machen, tatsächlich. Boah, fast gekillt, ey. Nicht schlecht. Dann stirbt er jetzt. Au. Au. Macht man nicht. So. Auch alle tot. Sehr gut. Weiter geht's. Kiste. Okay. Schlimm ist nur, wenn du dann ganzen Dungeon durchkunden musst, wenn du dann so verwinkelte Wege da die ganze Zeit hast, dann bleh. Nervig. Einfach nur nervig. Oh, das war gut. Das war sogar auch sehr gut. Gut, Gunner schon tot. Der Schamane schon tot, auch nicht schlecht. Er ist auch direkt tot. Alles klar. Das ging schnell. Trotz Nebel. Noch eine Falle. Dann geht es hier wieder nach links. Natürlich geht es dann nach links. Wohin sonst? Du machst mal den Frenzy an. Oh, der Ninja-Gordon ist gut versteckt, ey. Hinter dem Dingens. Hey. Das ist frech. Muss mal auf damit. Alter Schmock. So, Warlock töten. So, sehr gut. Jetzt noch den da, den Ochsen hier. Mit seinem komischen. Mit seinem Streichelinstrument, was er da in der Hand hat. So, weiter geht's. Ah, jetzt weiß ich, warum hier. Okay. Schon wieder ein paar Möpse. Möpse. So, erstmal ein bisschen auf den da hacken. Er will mal Doppelschaden machen. Wäsch mit dir. Oh, dann noch schön. So. Dann töten wir den schon mal. Und den anderen Gunner werden wir auch jetzt schnabulieren. So. Dann kommen wir mal hier durch. So kann es weitergehen auf jeden Fall gerade. Läuft gerade bei uns. So, stirb mal. Au. Die haben mich gehauen. Schon wieder. Ganz schön frech. So. Boah. Boah, 6 Stück. Eieiei. Aua. Mal ich hinsetzen. Aua. Ja. So. Mal ein Frenzy anmachen. Aber die sind nur Nahkämpfer zum Glück. Also nur so. Aber die können auch Aua machen, wenn sie die ganze Zeit auf, weiß ich, wen hier gehen. Au. Au. Man hört auf damit, ehrlich. Du stirbst. Du stirbst. Also, ersten drei sind tot. Aua, aua.
Mando, hör mal auf damit, ey. So. So. Mann. 60 GPs gab's. Ah, einen Schlüssel brauchen wir. Okay. Ein Geheimgang, Regeneration. So, muss ich mal kurz husten. Weil es auch schwer zu finden, ne? Weil das letzte Ding war noch fehlt. So, dann gehen wir hier rein. Gucken. Eine Falle. Die machen wir natürlich ja immer unschädlich, die Falle. So. Was haben wir hier? Monster. Ach, da ist der Goblin Chief, alles klar. Level 5. Ist doch ein Goblin. Versuchen wir, welche pennen zu lassen. Warum nicht? Und der pennt direkt, sehr gut. Hauen wir erstmal den da weg. Sehr gut. Den Warlock. Ernsthaft? Da kann er so eine Scheiße? Ist ja der Shit. Ja, komm, töte den. Drauf geschissen. Aber. Na, wollen wir mal gucken, dass wir den Gunner noch wegkriegen. Dann machen wir den weg. Und jetzt auf den Goblin Chief ganz genüsslich. Bisschen drauf rumhacken. Mein Freund. Und Kupferstecher. Tschüss. Sehr gut. Ach, guck mal, das ist ein Ogre-Zahn. Ach, das ist ein Ogre gewesen, okay. 112 PS. Sehr schön. Cool. Guck mal hier oben noch. Den noch so gibt. Boah. Immer so riesen Dungeons hier, ey. Ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Okay. Ja, du musst gestunt werden, mal. Immer dasselbe hier. Den jungen Pferden. Problem ist jetzt, einer wird es überleben, wahrscheinlich. Ah ne, warte mal. Ja, doch. Ja, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Saugeil. Klatsch, klatsch, alle dort. So, so geht das. Was haben wir hier noch? Da ist noch eine Falle. Toll, da kannst du das auch triggern. Ja, war doch schon fertig. All Events. Aber alle Monsters noch nicht. Jetzt aber. So, du kriegst schon mal einen, dann kriegst du noch einen, so. Dann kriegst du noch einen. Ja, mach doch deinen Silence da, du. So. Okay, das haben wir auch durch. Und komplett.
Irgendjemand hat uns hier weggeschnetzelt, ja. Das ist korrekt. Ah, da kommen wir theoretisch zum nächsten. Das ist... Jetzt habe ich überrascht gemacht. Gucken wir mal kurz rein. Ja, Schlangen, ja. Das heißt, hier kriegen wir die Schlangen. Gucken wir uns mal so einen Kampf an. Eine Schlange, Level 5 sind die. Okay. Wow. Die können ja auch richtig was. Ja, eigentlich egal. Das haben wir uns mal kurz angeguckt noch. Also hier kommen jetzt Schlangen im Prinzip, hier in dem High Peaks Canopy oder wie das heißt. Wäre im Prinzip das nächste. Wir können uns jetzt hier Federn kaufen und so weiter. Also die nächsten Sachen, so wie es aussieht. Können uns jetzt auch ein Eisen, so einen Goblin-Helm bauen, der cool ist. Können jetzt auch hier so einen neuen Gürtel machen, der auch cool ist, tatsächlich. und so weiter. Jetzt kommen natürlich die nächsten Sachen, ja klar. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir machen jetzt Ende. Und ich glaube, das reicht auch erstmal. Wir sind jetzt, weiß ich gar nicht mehr, Folge 21, 22, irgendwie sowas sind wir. Ich glaube, das reicht. Wie gesagt, wer das Spiel gut findet, wer Bock drauf hat, das Ding kostet, glaube ich, nicht viel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Da müsste ich jetzt raustappen, da möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Kann gerne mal nachgucken, aber das ist nicht teuer. Also, und für ein Indie-Spiel ist das, finde ich, sehr umfangreich. Wie man jetzt sieht, wir haben jetzt gerade mal zwei Länder durch im Endeffekt. Und ich weiß gar nicht, jetzt schon ein paar Stunden auf jeden Fall, 5-6 Stunden sind das auf jeden Fall schon investiert in dem Spiel. Und das ist viel, finde ich. Und es macht Spaß, tatsächlich. Also man will immer hier gucken, was als nächstes passiert, welche Leute man hier noch kriegt, weil so ist die Gruppe auf jeden Fall cool. Auch die Dialoge sind cool gemacht, auch ein bisschen witzig zwischendurch. Wir haben jetzt schon 6 Leute. Wir haben den Schamanen, den haben wir ja auch noch. Hier die Trash-Karok, oder wie die heißt. Die Rose haben wir auch noch gekriegt. Auf jeden Fall gibt es noch eins. Ich würde fast sagen, das gehört hier alles zusammen. 1, 2 auf jeden Fall, oder das hier auch noch, weiß ich nicht, ob das zusammen gehört. Dann wären es 2, 3 noch, wenn nicht sogar 4. Könnten auch 4 sein, das könnte hier einzeln sein. Sind es noch. Und ja, PvP gibt es hier mit diesem Worksite, mit dieser Arena. Habe ich jetzt natürlich nicht so wirklich viel gemacht, weil ich da meine ich auch nichts großartig geplandert hat mich keiner. Und ich hatte da auch nicht so, ich habe da auch glaube ich keine gefunden oder was auch immer. Ist auch scheißegal. Kann man auch machen. Also mein Fazit zu dem Spiel ist, wer jetzt nicht auf super Grafik steht, wer auf mal gesittet zwischendurch mal so eine Runde Dungeon Crawler, ich sag mal in Anführungsstrichen Dungeon Crawler spielen möchte, warum nicht? Wie gesagt, es hat mir die Zeit jetzt Spaß gemacht, deswegen kann ich nichts Schlechtes eigentlich dazu sagen. Es ist schwer, tatsächlich. Also ich finde es schon knackig manchmal an manchen Stellen. Hat man ja auch gemerkt teilweise hier oben gerade bei den Goblins dann, wo die Schamanen kamen und so. Man kann natürlich hier versuchen, alle Dinge auf 3 Sterne aufzubauen, abzuschließen auf 3 Dinger. Kann man natürlich auch. Und man kann ja auch noch Heroic-Mode spielen hier, wenn man die durch hat. Wenn man die auf 3 Sterne hat, kann man die auch noch machen. Ich weiß gar nicht, was das gibt. Oh. Changed. Okay, also der Keyholder, der ist dann immer woanders. Die sind hier Level 3, aber das könnt ihr ja selber testen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, weil ihr solltet müssen, ich finde, wenn ich Keys kriege, sollen die Leute auch selber gucken, wie
wie es weitergeht. Weil vor allen Dingen das Spiel ist auch so umfangreich, das werden definitiv 40, 50, 60 Folgen oder so, bis ich das Spiel durchgespielt hätte. Gehe ich mal stark von aus. Deswegen machen wir jetzt ja auch einen Cut, weil ich habe noch ein paar Spiele, die ich euch vorstellen möchte. Ich hoffe, euch hat die Reihe gefallen. Dungeon Rushers an sich. Wie gesagt, wer drauf steht, kauft es euch auf so welche Art Spiele. Das ist nicht teuer. Ich meine, 10 oder 15 Euro kostet das. Finde ich gut gemacht, das Spiel. Und wie gesagt, wer nicht unbedingt auf die Grafik achtet und ein bisschen mehr auf das Gameplay, kann ich es empfehlen. Also auf jeden Fall. Also wer auf die Art Spiele steht, auf jeden Fall. Und ja, wenn euch die Reihe gefallen hat, wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play, beim nächsten Vorstellung, bei dem nächsten Video. Tschüssingen.